Liebste hätten wir 339 Gruppen eingeladen, das ist wahr. Wir haben jetzt die Leute aus Parchim da, ich bitte Miriam und Paul nach vorne zu kommen. Der Vorteil für uns als Leitungsteam ist, dass wir neue Orte in Deutschland kennenlernen. Ich habe nie vorher etwas von Parchim gehört. Ich musste auch fragen, wie man das richtig ausspricht. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ich würde sagen, doch. Okay. Es ist in Mecklenburg. Ja, genau. Schön, dass ihr auch gekommen seid heute. Miriam und Paul, schön, dass ich euch ein paar Fragen stellen kann. Und zwar das Hoffnungsjahr, Initiative Hoffnung 2011, ist ja angelaufen und so weiter. Meine Frage an euch ist, was war eure Motivation als Gruppe in Parchim überhaupt bei Hoffnung mitzumachen? Ja, wir denken, dass es gut ist, als Gemeinde oder als Kirche und Jugendgruppe auch in der Stadt präsent zu sein und da was hineinzutragen und die irgendwie zu beschenken. Und deswegen sind wir eigentlich immer wieder am Überlegen, was können wir machen, um unsere Stadt zu beschenken als Gemeinde. Und da hat Initiative Hoffnung einfach total dazu gepasst. Und wir haben gedacht, wir können uns da reinhängen, profitieren, vielleicht auch was mit reinbringen. Paul, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ihr die Stadt auf den Kopf gestellt habt, wie ihr ihnen gedient habt mit Wort und mit Tat? Wir hatten die Veranstaltung I Love Parchim, beziehungsweise das war eine kleine einzelne Veranstaltung, die wir samstags, vormittags, nachmittags gemacht haben, eine kleine Präsente gebastelt, die wir dann in die Kreise reingegeben haben. Und die hatten nun die Aufgabe, in einem kleinen Wettbewerb auch, mit 4 Stück durch die Stadt zu rennen und in Läden reinzugehen, wo Kassierer, Verkäufer, Leute, die wirklich 10 Stunden arbeiten, da hinzugehen und sagen, ey, ist so cool, was du hier für eine Arbeit machst, und dann einfach dieses Präsent zu erreichen. Und das war so öffentlich, aber wir haben auch privat was gemacht. Der eine, der war sehr esoterisch, ist dann ausgezogen, seine Bude war sehr schwarz. Und man muss natürlich dann die Bude wieder weiß streichen, und da haben wir dann mit 6 Leuten in der Räume geholfen. Super. Nee, gerade in so einer Zeit, wo Jugendliche immer mehr in Orientierungslosigkeit oder gesagt wird, dass sie orientierungslos ist, dass sie in der Sinnkrise stecken oder sehr egozentrisch sind und sich eigentlich gar nicht so für den Nächsten und den Blick für den Nächsten fehlt. Was war im Parchim für euch als Jugendliche und was ist die Einschätzung gewesen von dir, dass so viele Jugendliche aus dem Jugendkreis mitgemacht haben? Ich habe das Gefühl, dass Jugendliche eigentlich danach suchen, was tun zu können, was Wert hat oder was wertgeschätzt wird. Und motivieren mussten wir recht wenig. Ich erlebe das einfach, dass die Jugendlichen Freiraum brauchen und Unterstützung, da wo sie Unterstützung brauchen und dann ganz kreativ werden und da auch echt was erleben, wenn sie anderen Menschen was Gutes tun. Ganz spontan, was würdest du sagen, Paul, war eine der tollsten Begegnungen für dich in diesem Jahr? Puh, ich glaube, das war Lichtwerk, das ist eine große Veranstaltung, die wir dieses Jahr zum ersten Mal hatten, das war am 12. März, nächstes Jahr am 10. März, wenn ihr kommen wollt. Und das war ein Schauspiel, das war Tanz, das war Theater, das war auch sehr viel Musik, das waren Rockmusiker. Und das Coole war einfach da, wir haben in der Jugend vielleicht 20 Jugendliche, die wirklich im Jugendkreis immer da sind. Wir haben junge Erwachsene, wo auch 15 ungefähr da sind. Dann haben wir in der Gemeinde 31 ungefähr Mitglieder. Und das Witzige war, wir waren nachher bei Lichtwerk, bei der Veranstaltung nachher um die 90 Leute, die mitgeholfen haben. Also wir haben viel mehr Leute da gehabt, als wir eigentlich selber in der Gemeinde hatten. Und das Coolste war nicht daran, dass egal wer was gemacht hat, aber auch nur einmal kurz da gesaugt hat, in einen Fussel da weggeht, wir haben uns alle einfach gefreut, dass wir beisammen sind und haben einfach das gefeiert, dass wir so eine riesige Veranstaltung gemacht haben und für ziemlich viele Leute. Herzlichen Dank dafür, dass ihr euch aufgemacht habt, um Licht und Salz zu sein. Letzte Abschlussfrage, wie geht's weiter? Initiative, das Jahr geht zu Ende. Hört damit auch diese Aktion auf, außer dieses Lichtwerk-Musical. Was folgt? Also, alle Parchim dieser Veranstaltung leider nicht mehr laufen, aber wir werden das immer wieder in die Kreise integrieren, dass es immer so eine Aktion halt ist. Ey, kommt, heute gehen wir mal raus, heute helfen wir dem und dem und vielleicht machen wir auch nochmal T-Shirt-Drucken. Aber was definitiv bleibt, sind unsere Erfahrungen, die Sachen, die wir miteinander erlebt haben, dass sie während Lichtwerk, das hat uns alles zusammengeschweißt. Und wir werden definitiv als Jugend weitermachen. Und es freut mich einfach, dass jetzt so viele Leute da sind, die wir uns einfach kümmern können. Und das wird definitiv bleiben. Ein herzlichen Dank an euch und auch einen Applaus für euch als Gruppe.